Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal und willkommen zurück zu diesem Video. Und zwar die Schiffsvorstellung, Schiffseinweisung, wie auch immer ihr das nennen mögt, und zwar zur USS Enterprise. Der CV-Rework ist so gut wie durch. Wir haben heute den 22. April 2019 und ja, wir wollen euch die vier Premium-Träger mal so ein bisschen im Vergleich, im Profil bringen. Und da auch immer, diesmal ein bisschen anders als sonst, eine Wertung abgeben. Und zwar wollen wir jedes Mal versuchen, diese ganzen Unterpunkte hier so ein bisschen einzustufen. Nach Ranking. Platz 1 bis Platz 4. 1 ist das Beste, 4 ist das Schlechteste. Wie ihr sicherlich euch vorstellen könnt, ist das super schwierig, weil sehr, sehr viele verschiedene Werte da Einfluss drauf haben. Ich habe am Ende immer ein Stück weit auch emotional entschieden. Und zwar bin ich halt die ganzen Schiffe gefahren und habe sie halt ausprobiert, teilweise auch in Übungsräumen, und dann überlegt, wie praktisch sind diese Vorteile oder eben Nachteile des Schiffes. Und deswegen kommt es zu gewissen Noten. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt da gerne eure Meinung auch drunter schreiben und sagen, dass ich da daneben gelegen habe, wie auch immer. Gerne auch konstruktiv und das begründen. Ich bin für sowas immer offen. Ich möchte euch hier meinen Leitfaden bieten, warum, oder ich werde halt auch begründen, warum diese Träger für mich diese Note oder eine andere Note bekommen haben oder diese Abschnitte. Wollen wir ganz kurz zur Geschichte der Enterprise übergehen. Dieses Video wird nur über die Enterprise gehen, das hatte ich eben vergessen zu sagen. Also wir machen separate Videos dann für die Graf Zeppelin, für die Kaga und für die Saipan, wenn darauf ja genug Erfahrung noch weiter gesammelt wurde. Wir testen immer ein paar Sachen aus und so weiter. Also fangen wir mit der Enterprise an. Und ja, die hat eine bewegte Geschichte, hat den Krieg überlebt auf jeden Fall, und darum fangen wir jetzt an. 1934 war die Kiellegung, 1936 war der Stapellauf. Dann war es schon fast um sie geschehen, denn es gab einen glücklichen Zufall, denn die Enterprise war auf dem Weg nach Pearl Harbor 1941, und zwar just an dem Tag, an dem der Angriff da stattfand. Amerika befand sich quasi noch gar nicht im Krieg, als die Enterprise nach Pearl Harbor verlegt wurde. Und ja, durch das Glück des Kommandanten, dass er eben Flieger nach Pearl Harbor vorausgeschickt hatte zur Aufklärung, die dann Augenzeugen wurden, wie gerade der Raid auf Pearl Harbor anfing, gab es gleich einen Funkspruch an die Enterprise zurück, dass hier ein Angriff stattfindet und dass keine, da hieß es sogar, this is no shit, also keine Verarsche in dem Sinne, sondern das hatten sie extra dann auch nochmal in den Funkspruch mit reingesetzt. Ja, und dann war klar, wir müssen uns wehren. Die Enterprise startete weitere Flugzeuge, um Pearl Harbor zu verteidigen. Ihr kennt die ganze Geschichte von Pearl Harbor, wollen wir jetzt nicht weiter aufwärmen. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs nahm die Enterprise dann an diversen Schlachten teil. Also Midway, Guadalcanal, Okinawa, etc. pp. Also man kann eigentlich sagen, an allen, ja, die da irgendwo groß stattgefunden haben, die Namen haben. Und sie war daran beteiligt, drei Flugzeugträger Japaner zu versenken, nämlich die Akagi, die Kaga und natürlich die Hiryu. Ja, also da war wirklich umtriebig. Das Schiffchen wurde zwischendurch auch mal überholt und so weiter. Also einiges dabei gewesen. 1947 wurde das Schiff außer Dienst gestellt und 1960 abgewrackt. Also ist kein Museumsschiff geworden, wie so viele Schiffe bei den Amerikanern. Es ist tatsächlich abgewrackt worden, verschrottet worden. So, jetzt wollen wir kurz nacheinander darauf eingehen. Fangen wir von oben nach unten an. Ihr kennt das hier und die verschiedenen Stärken und Schwächen des Schiffes herausarbeiten. Also, zuerst gucken wir uns dann gleich schon mal die Panzerung an. Ich weiß, warum jetzt die Panzerung? Viele von euch sagen, die Panzerung, die spielt beim Flugzeugträger jetzt gar nicht mal so eine Rolle. Ich möchte trotzdem kurz erwähnen. Deck 25 mm heißt für alle Leute da draußen, die 152 mm Kanonen haben und kein Viertelpen, also zum Beispiel der Kreuzer Nürnberg hätte einen Viertelpen, die kommen hier nicht ohne IFAE durch. Ja, also ist mal nice to know. Euer Schaden auf der Rollbahn aus größerer Distanz mit HE-Granaten, der braucht ihr schon IFAE auf eurem Kapitän, damit ihr hier Schaden machen könnt. Wenn ihr dann hier die Aufbauten trefft, dann ja, wenn ihr hier unten trefft, Torpedowülze, dann kommt ihr auch durch. Aber hier wiederum auch nicht. Hangarbeplattung, ja. Das ist mal so nice to know. Für alle, die AP schießen, ist das dann was anderes. Da kommt es dann wieder auf die Winkel drauf an und so weiter. Und die, die ganz großen Kaliber haben, die haben ja dann meistens mehr als 301 mm. Und das ist die Grenze. Denn 21 mm Bugbeplattung
Sorgt dafür, dass ab 301 mm die Aufprallwinkel der AP-Granaten ignoriert werden. Also ihr könnt auch frontal hier reinschießen in die verschiedenen Bereiche des Schiffes und da ordentlich Schaden hinterlassen. Ob es eine Zitadelle wird, das mag ich jetzt mal in der Regelmäßigkeit zumindest bezweifeln, weil die Zitadelle hier unten recht klein ist und recht schmal und recht unwahrscheinlich ist, dass genau da eure Munition ankommt. Ist natürlich nicht gänzlich auszuschließen, aber ist nicht super wahrscheinlich. Sonst kann man noch sagen, die Zitadelle liegt gut unter Wasser und ja, das ist es eigentlich schon. Ne? Von hinten ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, die Zitadelle zu treffen als von vorne, weil da ist sie super schmal. Naja, also, das ist das, was man zu der Panzerung eben sagen kann. Viel mehr will ich euch gar nicht dazu erzählen, weil wie gesagt, bei einem Flugzeugträger, da geht es eher darum, sich aus dem Gefecht rauszuhalten, nicht entdeckt zu werden, ist vielleicht das bessere Wort. Raushalten eher nicht und auch nicht Kartenrand fahren. Sondern man sollte möglichst versuchen, die Inseldeckung auszunutzen und dann auch sein Team nah supporten zu können. Also möglichst nah ran an den Feind, aber ohne entdeckt zu werden. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Kommen wir zur Überlebensfähigkeit, denn das ist ja dafür erforderlich. Wie viele Trefferpunkte habt ihr hier? Hier sind es 51.400 und damit belegt ihr den dritten Platz. Allerdings habt ihr ja eine Torpedo-Schadensverringerung, die sind 28% und das ist gleichzeitig der Spitzenwert zusammen mit der Kaga. Aufgrund dessen entscheide ich mich für den oberen Bereich für eine Note von 2, also den Platz 2 von den Flierträgern von der Kombination her. Ne? Trefferpunkte und Torpedo-Schadensverringerung spielen da eine Rolle, deswegen ist das für mich ein klarer 2. Platz. Auf Platz 1 liegt da übrigens die Kaga, die da den gleichen Torpedoschadensverringerungswert hat, aber noch mehr Trefferpunkte. Deswegen kommt da kein anderer Träger so ran. So, kommen wir gleich direkt zu dem Flugzeug, weil das ist eure Hauptwaffe. Und ja, da fangen wir mal an und schauen uns die an. Ich blende euch hier mal die Trefferpunkte und so weiter auf. Ja, wir haben also 1300 Trefferpunkte. Das sind die zweitmeisten der Schlachtflugzeuge unserer vier Träger. Dann geht es schon weiter. Geschwindigkeit. Ja, die Geschwindigkeit ist auch die zweithöchste in dem Spiel sozusagen für die Premium-Träger. Und ihr habt eine super geile Vorbereitungszeit für die Flugzeuge. Ja, 49 Sekunden. Und das ist schon richtig geil. Nächster Punkt ist dann, ihr habt drei Flugzeuge, die 6 Raketen tragen, jeweils. Ja, das heißt, ihr habt 18 Raketen auf eine super geile enge Ellipse, die quer zur Flugrichtung angeordnet ist. Also das heißt, bereits entfahrene Schiffe kriegen eigentlich alles von euren Raketen ab. Der Alpha-Damage wird hier mit nur 1900 angegeben. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, ist, dass der Schaden auf bereits entfahrene Schiffe der Hammer ist. Ja, also da kann man mal schnell auf eine Henry oder so, wenn man denn mit den drei Flugzeugen durchkommt, echt mal schnell 9000, 10.000 Schaden machen. Das habe ich schon erlebt. Und darum ist für mich dieses Schlachtflugzeug das Beste von den vier Trägern, die wir euch hier vorstellen. Denn es gibt dazu noch die Information, dass auf dem Deck 18 Flugzeuge stehen. Ja, ihr startet 12 und 18 sind parat. Das ist die zweitgrößte Menge an Flugzeugen an Deck. Ja, nur die Kaga ist da in dem Fall besser. Sonst ist, wie gesagt, das haut richtig rein. Mehr Trefferpunkte, ihr seid relativ zügig unterwegs. Ihr habt eine große Fläche an Raketen, die eine relativ kleine Fläche nur treffen muss, weil die Ellipse eben so klein ist und so weiter. Und eine super Vorbereitungszeit bei den Flugzeugen. Ganz klare Nummer 1 für mich. Nächster Punkt ist dann Platz der Torpedobomber, um nicht den Platz vorwegzunehmen. Trefferpunkte 1540. Das ist, ja, ein relativ guter Wert. Besser als die Kaga und die Graf Zeppelin, aber schlechter als die Saipan. Dann haben wir aber die Geschwindigkeitsproblematik. Die Reisegeschwindigkeit sind 120 Knoten, im Motorbus 168. So eine Sache ist es ja immer ein zweischneidiges Schwert. Hohe Geschwindigkeiten sorgen auch für lange Kurven. Langsame Geschwindigkeiten sorgen für sehr, sehr enge Kurven und Wenden auf den Punkt, mehr oder weniger. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, da zu sagen, oh, das ist jetzt super toll oder das ist eben super, super doof. Wenn man als Träger am Kartenrand steht und das Gefecht an der anderen Seite der Karte stattfindet, sind langsame Reisegeschwindigkeiten blöde. Kann man aber mit so einem Träger sich so gut positionieren, dass man vielleicht sogar in der Mitte der Karte steht, aber trotzdem nicht zu erkennen ist für den Feind, ist das natürlich gar nicht mehr so ein großes Problem. Darum ist das immer so eine relative Sache, wie man das einsortiert. Gehen wir weiter durch. Eure Staffel, die startet
beträgt 9 Flugzeuge. Ihr habt 3 angreifende Flugzeuge. Jeder angreifende Flugzeug hat ein Torpedo und der Damage kann sich sehen lassen. Denn das ist der höchste Einzeldamage eines Torpedos im Spiel. Also von den 4 Premium-Flugzeugträgern wohlgemerkt. Ich rede immer nur von diesen 4 Premium-Flugzeugträgern. Und das sind 6467. Die Saipan ist da gleich auf vom Damage des Torpedos her. Ihr werft also 3 ins Wasser. Die schwimmen 35 Knoten, also ziemlich langsam. Und haben deine Torbreichweite 3,5 Kilometer. Das Geilste an diesen Torpedos ist eigentlich, dass ihr 376 Meter Scharfschaltdistanz habt. Das heißt, die Torpedos gehen schon nach 376 Meter scharf und ihr könnt also ganz nah ran an die Gegner fliegen und genau sicher sein, dass diese 3 Torpedos in der Regel treffen. Also, das ist eine coole Sache. Nichtsdestotrotz sind es eben nur 3 Torpedos. Da ist die Kaga in der Masse der Torpedos besser, auch wenn nicht im Alpha-Damage. Und die Saipan ist in der Masse der Torpedos und im Alpha-Damage sogar besser. Von daher ist für mich hier bei den Torpedobombern nur Platz 3 drin. Ja? Auch wenn es einen großen Vorteil hat, eng wenden zu können und so eine ganzen Geschichten. Entscheide ich mich eher für Platz 3. Das ist eine super enge Geschichte. Kann mich da nur nochmal wiederholen. Ja? Das ist wirklich, wenn einer von euch ein ganz anderes Spielgefühl hat, dann kann es durchaus sein, dass er sagt, boah, die Bomber sind doch viel cooler als alle anderen. Aber ja, das ist eben wirklich relativ. Ich versuche es möglichst gut zu eruieren, zu begründen hier und hoffe, euch damit den Anhaltspunkt geben zu können. Was noch ein Pro für die Enterprise ist für die Torpedobomber, ist, dass wieder da auch 14 Flugzeuge an Deck stehen und das ist der zweithöchste Wert und das auch wieder nach der Kaga. Gut, hatte ich was zur Torpedo-Vorbereitungszeit gesagt, also zu der Zeit, Flugzeugwartungszeit sind hier 60 Sekunden, das ist der beste Wert von den 4 Trägern. Ja, also auch da ein gutes Plus. Nichtsdestotrotz, Platz 3 halte ich für sinnvoll. Ich versuche hier Doppelbelegung von allen gleichen Plätzen zu vermeiden. Das macht das nachher im Durchschnittsnotenberechnung ein bisschen schwierig sozusagen. Dann kommen wir zu den nächsten Flugzeugen und das sind unsere Bomber, die nicht die Torpedobomber, sondern normale Bomber. Ja, was sind denn normale Bomber bei der Enterprise? Das sind AP-Bomben und zwar AP-Bomben, die in sich haben. Sie sind nämlich haben einen relativ schlechten Penetrationswert. Das heißt, durch Schlachtschiffe kommen sie meistens nicht. Das heißt, die penetrieren zwar, bekommen nicht bis zur Zitadelle. Das heißt, sie machen nur normalen Schaden. Und das war es eigentlich. Ihr habt davon 3 Flugzeuge, A2 Bomben, also 6 Bomben, die da unterwegs sind. Der Vorteil der AP-Bomber hier ist, dass ihr eine sehr, sehr hohe Trefferpunkteanzahl habt. 1780 ist Platz 2 von den Trefferpunkten alleine gesehen. Die Geschwindigkeit relativiert das alles wieder ein bisschen und die Flugzeugvorbereitungszeit ist hier nicht mehr die schnellste, also nur noch der Platz 2. Da ist die Kaga nämlich besser. Und Deck sind auch wieder 14 Flugzeuge, damit der von der Reihenfolge her auf Platz 2. Der Alpha-Damage der AP-Granate beträgt auch nur 5900. Und jetzt ist es eigentlich der Kasus Knacktus bei der ganzen Geschichte. Ihr könnt mit den AP-Bomben nur Kreuzer anfliegen. Kreuzer sind sehr, sehr wendig. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, diese AP-Bomben unterzubekommen. Dann ist der Alpha-Damage gegenüber der anderen AP-Granate bei der Graf Zeppelin schlechter. Ihr könnt nämlich mit der Graf Zeppelin sowohl Kreuzer als auch Schlachtschiffe Zitadellen, wenn ihr im richtigen Zeitpunkt abwerft. Bei der Enterprise geht das eigentlich gar nicht. Ihr könnt nur Kreuzer angreifen. Und zumindest ist das meine Erfahrung. Ich habe jetzt wirklich einige Stunden im Übungsraum verbracht und habe auch verschiedene Winkel probiert und so weiter. Das ist einfach nicht möglich, Schlachtschiffe damit vernünftig zuverlässig wiederholbar zu Zitadellen, meiner Meinung nach. Und deswegen vergebe ich hier in Gesamtwertung den 4. Platz für diese AP-Bomber nur. Ja? Am Ende ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil man das abwägen muss, weil ich begründe das auch gerne. AP-Bomben sind für mich nicht erster oder zweiter, deswegen, weil HE-Bomben eigentlich auf alle Ziele angewendet werden können, also auf Zerstörer, auf Kreuzer und auf Schlachtschiffe. Dann ist der Wert der Schaden, der da rumkommt, in der Regel viel, viel höher und deswegen, die sind ein Ticken einfacher zu handeln, die HE-Bomben. Und deswegen streitet sich die Enterprise nur noch mit der Graf Zeppelin auf 3 oder 4. Meine persönliche Meinung und deswegen
habe ich so entschieden. Nächster Punkt ist dann die Artillerie. Ja, die Artillerie, ja, was soll die überhaupt ein Flugzeugträger so denn so bringen? Wir haben hier nur 4,5 Kilometer Feuerreichweite, 6 Sekunden Ladezeit und so weiter. Penetrationswert sind 20 mm, also DDs könnt ihr damit schon vernünftig penetrieren. Aber es geht halt nur 4,5 Kilometer. Der gegnerische Zerstörer geht in der Regel zwar früher auf, aber er wird einen Teufel tun. Seine Torpedos schwimmen meistens weiter, als ihr gucken könnt vom Träger aus. Das heißt, ihr könnt verdeckt getorbt werden und die Sekundär hat da gar nichts, macht da nichts. Das ist wirklich, die ist umsonst da. Passt. Ja, da musst du schon einen ganz offensiven Idee haben, dass da überhaupt was passiert. Und dann ist sie auch nicht so besonders gut. Es sind nur 8 mal ein Rohr, 127 mm. Da gibt es Träger, sind besser bewaffnet. Ich sag mal, Stichwort Graf Zeppelin oder Kaga zum Beispiel, die hauen schon ordentlich rein. Von daher hier ein dritter Platz für mich. Nächster Wert, Flugabwehr. Und da wird vieles wieder wettgemacht, was wir eben an vielleicht nicht so guten Platzierungen geholt haben. Wir haben nämlich hier einen ganz klaren Platz 1. Woran liegt's? Der hohe kontinuierliche Schaden, der kontinuierliche Durchschnittsschaden von der Kurz-, Mittel- und Langstrecke ist outstanding. Das ist wirklich ganz besonders meiner Meinung nach. Und kombiniert mit der großen Reichweite. Ihr könnt 5,8 Kilometer weit schießen. Das ist der Hammer. Dann habt ihr auf der Mittelstrecke 9 Explosionen und auf der Langstrecke nochmal 4 Explosionen. Der Schaden ist auch super gut und das ist ja wirklich das Tolle. Darum ist die Enterprise hier unangefochten auf Platz 1. Und ja, mit großem Abstand vor vielen anderen, weil die Saipan zum Beispiel hat nur Kurz- und Mittelstrecke Flak. Der durchschnittliche Schaden ist da zwar nicht von schlechten Eltern, aber fängt erst bei 3,5 Kilometer an zu schießen. Da sind die Torps schon längst im Wasser. Ja, also bei der Enterprise hat man noch eine realistische Chance, die angreifenden Geschwader zumindest zu minimieren. Ja, und prinzipiell, der Zwiebelprinzip ist bei einer Flugabwehr immer besser. Umso mehr Ringe da sind, desto geiler ist das. Daher, wie gesagt, hier bei der Enterprise ganz klar Platz 1. Manövrierbarkeit, 32,5 Knoten, 1070 Meter Wendekreis, 13,1 Sekunden Ruderstellzeit. Das kann man schon mal so stehen lassen und ist ganz vorne mit dabei. Das ist von der Ruderstellzeit die beste, ja, von der Geschwindigkeit her die zweitbeste und vom Wendekreis her ja ebenfalls der zweitbeste. Aber da das meiner Meinung nach nicht ganz einmal, also für mich gehören Verborgenheit und Manövrierbarkeit irgendwie zusammen, weil die Verborgenheit am Ende auch meinen Operationsbereich irgendwo einschränkt. Und deswegen nehme ich die Verborgenheit hier in die Kategorie mit rein. Und das sind dann 14,6 Kilometer und das ist der zweitschlechteste Wert im Spiel von diesen vier Premium-Trägern. Insgesamt kann man da natürlich ein bisschen was machen, Tarnungsmeister und so weiter. Dann habe ich diesem Träger Platz 2 zugeordnet. Ja? Und ja, damit sind wir quasi, wenn wir die Kategorien hier nehmen, Manövrierbarkeit, Verborgenheit zusammen, bei gesamt 16 Wertungsnoten und in 7 Kategorien, das macht einen Wert von 2,29, wo wir da landen. Es geht aber noch weiter, wir sind ja noch nicht am Ende, bloß weil wir jetzt die Zahlen durchgegangen sind. Es ist hier bei den Verbrauchsmaterialien nichts Besonderes festzustellen. Also es gibt durchaus einen Flugzeugträger, der eine besondere Anzahl von Verbrauchsmaterialien hat. Bei der Enterprise, bei der Saipan ist es aber komplett identisch. Und das ist auch so mehr oder weniger die Standardanzahl. Was man jetzt gleich noch sagen kann, ist, wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam, was automatisch startet, sobald ihr einmal brennt oder Flutung habt, wird das Schadensbegrenzungsteam gestartet und ihr könnt dann 60 Sekunden lang nicht mehr geflutet oder abgefackelt werden. Das alles hat dann eine Nachladezeit von 90 Sekunden und erst dann würde es sich automatisch wieder auslösen. Und zum Zweiten habt ihr hier einen Jäger, der 600 Sekunden aktiv ist, also 10 Minuten um euren Träger kreist im Umkreis von 3 Kilometern. Und ihr habt hier 4 Jäger dabei. 10 Minuten ist er aber nicht unbedingt aktiv. Werdet ihr in der Zeit angegriffen und ihr schießt 4 feindliche Flugzeuge ab, kehrt der Jäger zurück zum Träger und wartet dann da wieder 40 Sekunden lang und dann würde er gegebenenfalls wieder starten, wenn ihr entdeckt seid. Wenn ihr nicht entdeckt seid, startet er nicht wieder. Auch das passiert automatisch. Sobald ihr eben, wie gesagt, aufgedeckt werdet, startet so ein Jäger.
Gut, und dann kommen wir jetzt zu den Verbesserungen, die hier zu empfehlen sind. Fangen wir vorne an, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Flugzeugmotormodifikation natürlich da rein. Gibt es keine andere Wahl. War ich auf den falschen Slot. Das ist natürlich Slot 2. Da die Motorboostdauer verlängern. Auf Slot 1 gibt es ganz klar die Luftgruppenmodifikation. Die Flugzeuge sollen schneller zum Träger zurückkehren. Auf Slot 3, wenn der Client hier mal funktioniert. Sekundär und Flak braucht ihr hier nicht. Weder eine schöne eine Sekundärreichweite. Die Flak ist schon richtig geil. Meiner Meinung nach braucht ihr die hier eigentlich nicht reinbauen. Ihr könnt euch nur entscheiden zwischen Schlacht- oder Torpedobomber. Ich würde mich für die Torpedobomber entscheiden, einfach weil ihr dann nochmal ein bisschen länger anfliegen könnt und so eine Sachen. Das ist ganz okay, vor allen Dingen, weil die Ausrichtung, das Einzielen der Visiereinrichtung schon ganz schnell und manierlich stattfindet. Also das ist angenehm zu spielen. Von daher, macht ihr damit mehr Schaden als mit euren Bombern, mit den AP-Bombern. Wie häufig, müsst ihr euch selber fragen, wie häufig fliegt ihr Kreuzer an? Er fliegt wahrscheinlich eher mit den Torpedobomber Schlachtschiffe an, weil die eben weniger wendig sind und die Treffer sicherer sind. Von daher ist der Torpedobomber im Fall wahrscheinlich die bessere Wahl. So, dann Slot 4. Was sollte man denn da ausbauen? Auch hier gibt es für mich nur eine Wahl, und zwar die Torpedobomber-Modifikation, damit, wenn ihr die Schlachtschiffe anfliegt, die teilweise auch gut Anti-Air bewaffnet sind, eben einen Ticken länger überlebt. 7,5% mehr Trefferpunkte ist ein ordentliches Haus. Und eure AP-Bomber haben ja sowieso schon mehr Trefferpunkte als eure Torpedobomber. Das sind ja auch schon über 200 Punkte, die da einen Vorteil existieren. Ja, also von daher, Torpedobomber-Modifikation 2 würde ich euch hier ganz klar empfehlen. Und der nächste Punkt ist dann Slot 5. Und da gibt es für mich eine Begründung, warum ich hier das Tarnsystem wählen werde. Die Flugüberwachungsmodifikation sorgt dafür, dass eure Flugzeuge schneller wieder an Deck geschoben werden. Außerdem sind zwei Flugzeuge früher schon an Deck, also quasi wenn das Gefecht beginnt, schon parat. Ist es denn wirklich notwendig, wenn ihr einigermaßen clever agiert und feststellt, dass ihr Low-Tier seid, also in einem 10er-Gefecht landet, dann macht ihr es doch in der Regel sowieso schon immer so, dass ihr Torpedobomber schon mal vorher auslöst, damit die sicher zum Träger zurückfliegen oder eben, dass ihr die AP-Bomber schon mal einmal auslöst, damit die sicher zum Träger zurückfliegen und nicht geschrottet werden von der Flugabwehr. Das ist nämlich eine pragmatische Taktik. Darum ist halt mit diesen zwei verfügbaren Plätzen an Deck gar nicht mehr unbedingt so ein großer Vorteil. Die Flugzeugwartungszeit ist bei euren Flugzeugen, bei der Enterprise schon gigantisch geil. Und die fühlen sich wirklich gut an. Von daher würde ich das hier, wo ich nur die Wahl zwischen A oder B habe, nicht wählen. Das ist beim Kapitän nachher ein bisschen anders. Ihr habt einen Nachteil. Oder euer Nachteil ist, dass euer Träger sehr weit zu erkennen ist. Mit 14,6 Kilometer, wie gesagt, die drittschlechteste Erkennbarkeit. Deswegen würde ich hier eher auf die Tarnsystemmodifikation gehen und der Vorteil ist, dass die Granaten, die auf euer Schiff abgefeuert werden, auch nochmal eine zusätzliche Streuung erhalten. Außerdem habt ihr einen angenehmen Nebeneffekt, dass eure Bomber einen Kilometer weniger zu sehen sind. Das bedeutet effektiv, dass der gegnerische Kapitän weniger Zeit hat, seine Flugabwehr auszurichten. Ja? Und das geht nachher auch mit dem Kapitänskill, mit dem Tarnungsmeister, dann seid ihr nämlich schon bei 8-1. Ja, und bei 8.1, da kann man bald schon fast anfangen, also da fliegt man noch ein bisschen weiter, da fängt man dann an, den Motorboost zu benutzen bei 8,1 Kilometer, zack, und boostet sich da ran an den Gegner, um schnellstmöglich die Flugabwehr zu überwinden. Und deswegen ist das sinnvoller, weil umso weiter ihr aufgeht, desto schneller, desto mehr Vorbereitungszeit gebt ihr auch dem gegnerischen Schiff. Und deswegen baue ich hier den Tarnungsmeister ein. So, jetzt kommen wir zum Äußeren. Denn wenn ihr die Enterprise im Container hattet oder euch gekauft habt, oder kaufen wollt, dann gibt es hier eine Typ 10 Tarnung. Die hat die Standardwerte Erkennbarkeit zu Wasser reduziert, Streuung der Granaten um 4% erhöht, die Schiffswartungskosten sind um 10% reduziert und EP je Gefecht um 50% erhöht. Dann könnt ihr hier noch, wenn ihr diese Aufgaben da erfüllt habt, könnt ihr hier noch wählen zwischen den verschiedenen Tarnfarbschemata. Das ist wirklich nur eine Option, das macht nichts weiter. Nächster Punkt ist dann die Signalflaggen, die ihr hier auf dem Träger sinnvollerweise einsetzen solltet. Ganz klar, November Echo Sette 7, um eure Flugabwehr weiter zu steigern.
Dann geht's weiter und ihr solltet hier Juliet Whisky Una One reinbacken, um eure Wassereinbruchswahrscheinlichkeit auf gegnerischen Schiffen zu erhöhen. Versucht die gegnerischen Schiffe immer vorne oder hinten zu treffen. Wenn ihr sie in der Mitte trefft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Wassereinbrüche macht, nochmals geringer, weil nämlich in der Mitte des Schiffes Torpedowülste existieren, während sie hinten und vorne eher nicht so existieren. Wenn ein Torpedo vorne im vorderen Bereich des Schiffes einschlägt, ist das immer sehr, sehr hilfreich, um da vielleicht noch eine Flutung zu verursachen. Das kann ich euch noch damit auf den Weg geben. Dann müsst ihr euch überlegen, wollt ihr Victor Lima und India X-Ray drauf haben oder nicht? Das nützt bei der Enterprise nur dann, wenn ihr die Raketenflugzeuge regelmäßig einsetzt. Denn nur damit könnt ihr anstecken. Bei den anderen könnt ihr nicht anstecken. Ja? Also bei den Torpedos sowieso mal nicht, da könnt ihr nur Flutung mitmachen. Aber ihr könnt eben bei den AP-Bomben, könnt ihr das eigentlich nicht wirklich. Also vielleicht mag es sein, dass ihr da irgendwann, hab's auch schon erlebt, dass ich mit AP-Munition mal angezündet habe. Sollte eigentlich nicht möglich sein, ist aber tatsächlich so passiert. Da habe ich einen Brandbanner für bekommen sogar. Aber ja, wie gesagt, ihr habt nur die Schlachtflugzeuge, wo die Brandflaggen sinnvoll eingesetzt werden können. Und daher, ja, überlegt es euch, ob ihr die Signalflaggen dafür verschwenden wollt. Nächster Punkt ist dann hier die Sierra Mike Flagge. Ihr sollt ein bisschen schneller mit eurem Dampfer unterwegs sein vielleicht. Dann sind wir bei 34,1 Knoten. Also auch ganz in Ordnung, denke ich mal. Und dann November Foxtrot, um euer Verbrauchsmaterial für die Staffeln und für euer Schiff schneller wieder parat zu machen, nämlich 5% zeitiger. Und danach habt ihr eben hier noch bis zu 4 Signalflaggen, die ihr noch raufsetzen könnt, ökonomisch oder andere. Also von daher, ja, ich denke mal, ziemlich sinnvoll und ziemlich cool, weil ihr da noch Optionen habt. Dann, ja, die üblichen Hafenflaggen, das ist aber nichts Besonderes. Die bringen da keine Vorteile, zumindest nicht, wenn nicht gewertete Gefechte sind oder sowas. So, und dann kommen wir schon zum Kapitän. Ja, welchen Kapitän solltet ihr denn hier auf die, oder wie solltet ihr euren Kapitän skillen, den ihr auf der Enterprise einsetzt? So, dann gucken wir mal, wenn der Client hier reagiert. Können wir den Kapitän auch auf der Enterprise weisen. Zack. Und der ist noch nicht geschult. Also, welche Punkte sind hier oben denn sinnvoll? Richtig sinnvoll ist hier natürlich vorrangiges Ziel, gerade wenn ihr Anfänger seid mit den CVs, weil das euch nämlich anzeigt, ob ihr vom Flak aufgeschaltet werdet und wenn ja, von wie viel Flak ihr aufgeschaltet werdet. Das gibt euch ein Gefühl dafür, ob, ja, ob ihr jetzt abdrehen solltet oder eben nicht. Ne? Nächster Punkt ist dann die Flugzeugwartungszeit. Und die solltet ihr auf jeden Fall reduzieren, weil es einfach eine zusätzliche Option ist und hier nicht Alleinstellungsmerkmal ist. Vielleicht solltet ihr, das müsst ihr halt entscheiden, seid ihr jetzt neu, dann nehmt ihr vorrangiges Ziel. Solltet ihr nicht mehr neu, solltet ihr hier Luftherrschaft nehmen. Im zweiten Bereich gibt es für mich nur ganz klar eine Wahl mit den nächsten zwei Skillpunkten, die Torpedobeschleunigung. Die Torpedos müssen schneller an Ziel kommen, dann sind sie nämlich 40 Knoten schnell und ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Im dritten Bereich gibt es hier nur die Flugzeugpanzerung, die ihr hier verwenden solltet, um einfach den Schaden der gegnerischen Schiffe noch weiter, also gegnerische Schiffe auf euch machen, weiter zu minimieren. Und im vierten Punkt ist es dann so, dass ihr hier den Tarnungsmeister einbauen solltet. Aus meiner Sicht, Visierstabilisierung macht hier aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil die, Visiere sich schon sehr, sehr schnell scharf stellen, also einstellen. Das Einzielen ist mit den Enterprise sehr, sehr schnell möglich, wie ich finde. Von daher macht die Visierstabilisierung nicht so viel aus. Ich würde hier auch erstmal auf den Tarnungsmeister gehen. Damit sind eure Staffeln nochmal weiter weniger sichtbar und euer Träger eben auch nochmal deutlich geringer sichtbar. So, dann haben wir 10 Punkte von möglichen 19 vergeben. Wie würde es denn jetzt weitergehen? Wir können jetzt, und das lege ich jedem ans Herz, hier auf jeden Fall mal den Experten der Überlebensfähigkeit skillen, um eure Flugzeugtrefferpunkte weiter nach oben zu bringen. Nämlich 15 pro Tierstufe. Halte ich für super wichtig. Ja? Also das solltet ihr als nächstes skillen. Dann als darauf folgendes die Staffelgeschwindigkeit erhöhen, ja, 2,5%, dann sind wir schon bei 15 Punkten, das heißt, wir haben noch 4, ja, da kann man sich dann überlegen, okay, was machen wir denn jetzt, also Adrenalinrausch, definitiv eine sinnvolle Sache, umso mehr Trefferpunkte ihr verliert, desto schneller fliegen eure Flugzeuge, dann hätten wir 17 vergeben, hätten wir noch 2 und dann würde ich hier oben noch den Motorboost reinsetzen. Und dann eben das vorrangige Ziel oder
eben die Luftherrschaft, je nachdem, wie ihr es geskillt habt. Und wenn ihr das vorrangige Ziel gar nicht benutzen wollt, weil ihr schon erfahren genug seid, dann würde ich hier hinten auf die Vielseitigkeit gehen und letzter Atemzug rein skillen. Meine persönliche Meinung, es kann auch jemand natürlich da draußen geben, der sagt, die Visierstabilisierung ist unheimlich wichtig, dann lasst ihr hier oben halt den Adrenalinrausch, die vorrangige Ziel oder eine der Sachen, also zwei der Sachen hier oben eben raus und dann habt ihr 4 Punkte und dann könnt ihr die Visierstabilisierung mit reinsetzen. Das ist das, was man dazu sagen kann. Und dann sind wir jetzt einmal durch den ganzen Träger durchgegangen mit Verbesserungen, mit Kapitänskills und so weiter und so fort. Ich hatte schon gesagt, die Durchschnittsnote, die ich dem Träger gebe, ist eine 2,29. Ja, also ich denke mal, nicht so schlecht. Und so fühlt sich die Enterprise auch an. Also es macht wirklich Spaß, mit dem Träger unterwegs zu sein. Das ist wirklich toll. Er hat so bestimmte Schwerpunkte, klar. Sind eher die Torpedos und die Raketenflugzeuge in dem Bereich. Die AP-Bomben finde ich jetzt persönlich eher nicht so toll. Ist eine nette Option, aber die sollte man nur mal im Hinterkopf behalten. Mein persönliches Empfinden. So, jetzt kommen wir kurz noch zum Pro und Contra. Pro sind die kurze Flugzeugvorbereitungszeit, die super starke Flak und die zweitbesten Trefferpunkte der Flugzeuge von den 4 Trägern, die wir hier miteinander vergleichen. Die Staffeln sind groß und die Flieger an Deck sind reichlich. Also auch da ist ja der 2. Platz gesaved, der ist ja durchgehend die zweitmeisten Flieger an Deck. Ne? Nachteil ist, es sind sehr langsame Flieger überwiegend, außer bei den Raketenflugzeugen. Die AP-Bomben können nur richtig gut auf Kreuzer wirken und die relativ hohe Erkennbarkeit des Trägers und der Staffeln. Ja, wir haben jetzt natürlich ordentlich geskillt und sind jetzt bei 11,5 Kilometer. Das ist ein okay Wert. Ja, geht aber noch besser. Und ja, ganz vorne liegt da dann sicherlich die Saipan, die den geringsten Erkennbarkeitswert von Hause aus hat. Ja, okay. Ich denke, das ist soweit alles, was man zur Enterprise sagen kann. Ich hoffe, dass ich euch damit vernünftig weiterhelfen konnte und vielleicht für eine Entscheidung oder euch geholfen habt, dieses Schiff vernünftig zu skillen oder zu fahren. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar, vielleicht auch einen kritischen Kommentar. Vielleicht ist meine Meinung ist natürlich nicht repräsentativ, nur für mich selbst und meine Empfehlung. Aber wie gesagt, kommentiert gerne mit mir, schreibt mir eure Kommentare und eure Meinung zu diesem Video. Bitte konstruktiv, das wäre mir sehr lieb. Wie gesagt, Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Es kommen noch weitere Videos zu den anderen Trägern, die wir auch da natürlich ins Verhältnis setzen wollen. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.